Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der Biodiversität. Ja, wir haben ja, ich sag mal fast schon Gott sei Dank, die ganzen relativ unbekannten Fossilien und ausgestorbenen Tiere verlassen und widmen uns jetzt wieder den lebenden Vertretern zu, was natürlich deutlich spannender ist, weil da auch mehr bekannt ist. Und wir machen hier mit einer höheren Gruppe weiter, weil wir jetzt die vorigen abgeschlossen haben und befinden uns jetzt bei den Wildtieren und Beuteltieren. So, was ist das eigentlich? Wir fangen natürlich mit der höchsten dieser beiden Gruppen an, was die Wildtiere darstellt. Das merkt man halt auch schon am Begriff. Wildtiere, das klingt auch sehr umfassend, weil irgendwie ist ja jedes Tier mehr oder weniger wild, zumindest sofern es nicht domestiziert ist. Und ihr seht es schon an dem Sammelbild rechts. Das ist halt ein sehr hoher Umfang an Tieren, die das alles umfasst. Es ist allerdings auch ein rangloses Taxon und eine Untergruppe der Säugetiere Mammalia. Sie umfasst eine große Vielfalt an Gruppen mit verschiedensten Apomorphien, also verschiedensten Anpassungen der jeweiligen Arten, von denen verhältnismäßig viele auch heute noch rezent sind. Die Gruppe entwickelte sich evolutiv vor ca. 125 Millionen Jahren, da Fossilien aus dieser Zeit erstmals die notwendigen Apomorphien belegten. Das ist natürlich nicht ganz sicher, es ist auch eine lange Zeit, die es her ist. Aber die Wildtiere, diese Gruppe, die Theria, die werden da wohl ungefähr in dem Zeitraum entstanden sein. Damit sind wir bei den Merkmalen und das wichtigste Unterscheidungsmerkmal besteht darin, dass die Wildtiere, also die Theria, im Gegensatz zu ihrer eierlegenden Schwestergruppe der Kloakentiere, also die oviparen Monotremata, ihren Nachwuchs Leben zur Welt bringen. Das nennt man Viviparie. Und daher weisen auch fast alle Vertreter eine Gebärmutter, ein Uterus auf. Und ein kleiner Hinweis an der Stelle, neuesten Studien zufolge gab es ursprünglich Vertreter ohne. Also normalerweise ist Gebärmutter ein ziemlich sicheres Erkennungsmerkmal der Uterus. Aber wenn man jetzt gerade in die Fossilien schaut, wird man halt auch einige ohne diesen finden. Nach Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium im Eileiter wandert die so befruchtete diploide Zygote in die Gebärmutter und nistet sich dort als Blastozyste ein. Das ist einfach so ja, ein Fachbegriff, sag ich mal, für eine befruchtete Eizelle. Und diese wird von der Plazenta mit Nährstoffen der Mutter versorgt und reift so zum Fötus oder Embryo heran, bis die Geburt erfolgt. Auch wenn die Plazenta in der Regel in den meisten Fällen den Fötus mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und im Gegenzug Abfallprodukte wie CO2 aufnimmt, so gibt es auch noch andere Formen, wo zum Beispiel eine Nährbrei bereitgestellt wird oder andere Eizellen vom stärksten Fötus aufgezehrt werden. Das ist ein sehr spannendes Konzept. Im Endeffekt führt aber alles mehr oder weniger dazu, dass der Fötus vom Muttertier in irgendeiner Form Nährstoff erhält und seine eigenen produzierten Abfallprodukte irgendwie wieder los wird, damit innerhalb des Körpers er heranreifen kann als lebendes Wesen. Demnach sind vivipare Arten sogenannte K-Strategen. Das bedeutet, dass sie nur wenige Nachkommen haben, aber sich sehr darauf fixieren, diese dann am Leben zu erhalten und stark überlebensfähig zu machen. Vorteil liegt auf der Hand. Der Nachwuchs ist sicher und gut angepasst und hat halt eine hohe Überlebenschance. Der Nachteil ist natürlich, man kann sich nur eine geringe Anzahl an Nachkommen kümmern, weil sie halt so viel intensiver Pflege bedarfen. Das geht in der Regel auch mit einer langen Tragzeit einher und diese wiederum mit einer hohen Belastung der Elterntiere. Die Mutter natürlich ganz besonders, sie muss, ja, ich sag mal, Nährstoffe für zwei aufnehmen, ist selbst körperlich in gewisser Weise behindert, weil sie zusätzlich Gewicht hat und auch anfälliger ist. Und sofern halt nach der Geburt auch das Vatertier sich an der Pflege beteiligt, ist da natürlich auch nochmal ein Aufwand gegeben. Zweitens, da die lebend geborenen Jungtiere dennoch relativ anfällig sind, der Nachwuchs jedoch aufgrund der niedrigen Anzahl gut behütet versorgt werden muss, ist typisch halt für diese K-Strategen, stellt das Muttertier die Nährstoffe bereit. Das wird halt in der Regel über die Brust gemacht. Und zwar indem es in den Zitzen bzw. in den Brüsten Muttermilch bildet, welche nicht nur die notwendigen Nährstoffe, sondern auch bereits eine eigene Immunabwehr für den Nachwuchs liefert. Also es ist halt nicht einfach nur ein Nährstoffbrei, sondern der Nachwuchs bekommt direkt auch seinen ersten Antikörper mitgeliefert.
Die Brust bzw. Zitzen setzen an der Thoraxwand, hier mit 1 gekennzeichnet, über der Brustmuskulatur mit 2 gekennzeichnet an. Das Drüsengewebe, hier die 3, wird mittels Äderchen mit Blut und Nährstoffen versorgt und bildet und speichert die Muttermilch, das ist halt, sag ich mal, das Wichtigste von der Funktionsweise her. Um es zu schützen, ist dieses Gewebe aber auch vom Fettgewebe der 7 und der Haut 8 umgeben. Die haben natürlich eine Schutz- und Wärmehaltungsfunktion. Die 4 ist die Brustwarze, die inmitten des Warzenhofes mit der 5 gekennzeichnet liegt. Und diese hat mehrere kleine Öffnungen, an welcher die Milch austreten kann, damit natürlich der Säugling, wie es der Name auch sagt, daran säugen kann. Direkt dahinter befinden sich die Milchgänge, hier mit 6 dargestellt, über welche die Milch zur Brustwarze transportiert wird. Das dritte wichtigste Merkmal ist, dass während die Kloakentiere, also die Monotremata, die wir bereits behandelt haben, noch mehrere einzelne Knochen aufweisen, welche den Schultergürtel bilden, ist bei den Wildtieren so, dass diese zusammengewachsen sind und das Schlüsselbein Calvicula und das Schulterblatt Scapula bilden. Viertens. Ja, weiterer markanter Unterschied zu den Kloakentieren, deren Harn-, Geschlechts- und Analöffnungen zusammen als Kloake vorliegen und auch deren namensgebendes Merkmal sind, besteht darin, dass bei den Wildtieren die Analöffnung durch einen Damm, das sogenannte Perineum, von den anderen Öffnungen abgegrenzt ist. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber durch die Trennung von Analöffnungen von Harn- und Geschlechtsöffnungen ist eine Chance von Eindringen von Fremd- oder Schadkörpern sowie von Verschmutzungen geringer und vermindert so das Krankheits- und Infektionsrisiko. Ist also schon eine wichtige Anpassung. Wird der Damm berührt, so lösen die Nerven Nervus perinealis superficialis und Nervus rectalis caudalis den sogenannten Perinealreflex aus und der bewirkt einfach, dass der äußere Afterstehsmuskel Musculus sphincter ani externus sich ruckartig zusammenzieht und so zusätzlich noch ein Eindringen erschwert, was natürlich dann eine weitere Schutzfunktion darstellt. Zudem wird bei Arten mit einem Schwanz dieser reflexartig nach unten gestreckt, was natürlich auch wieder ein Eindringen erschweren soll. Fünftens. Während die sekundäre Schädelseitenwand bei den Kloakentieren hauptsächlich aus dem Felsbein, aus Petrosum, gebildet wird, entsteht sie bei den Wildtieren maßgeblich aus dem Keilbeinflügelknochen Alisphenoid, der in das Keilbein Os Phenoidale mündet. Das Felsenbein Os Petrosum wurde umfunktioniert als Schutz für das Innenohr, das jetzt auch die 3 wichtigen Gehörknöchelchen, die wir kennen, also der Amboss und Hammer hauptsächlich, das sind ja die wichtigsten Neugebildeten, sage ich mal, dann geschützt sind. Siebtens. Die Terrier, die Wildtiere, verfügen über Tasthaare, wie Prissen auch genannt, sind hier gut am Waschbär dargestellt. Und wie alle Haare bestehen sie aus totem Gewebe ohne Nerven und sind an sich selbst erst einmal relativ funktionslos. Aber sie erfüllen dennoch gerne eine ganz wichtige haptische, also eine Tastfunktion, da diese Tasthaare in einen speziellen Haarbalg, ein Follikel, in der Haut münden. Und dieser wiederum liegt in einer blutgefüllten Kapsel, das seht ihr links dargestellt, der sogenannte Blutsinus. Und diese Kapsel ist von Nerven umgeben. Und jetzt funktioniert das so, müsst ihr euch vorstellen, wenn Druck auf das Tasthaar ausgeführt wird, als Beispiel unser Waschbär hier, er läuft durch die Gegend, schnuppert einen Abfall und kommt mit dem Tasthaar in den Widerstand. Dann bewegt sich natürlich das Haar und je nachdem, welche Richtung es sich bewegt, übt es natürlich einen Druck auf diesen Blutsinus aus und durch die Nerven drumherum kann lokalisiert werden, wo dieser Druck genau stattfindet und durch den Reiz, den Tastreiz, der so empfunden wird, der wird ans Gehirn geleitet und dadurch kann dann lokalisiert werden, oh okay, hier an meinem Tasthaar von links in Anführungszeichen als Beispiel, sage ich mal, da ist ein Hindernis und so funktioniert das Ganze. Achtens. Unsere Wildtiere weisen als einzige Gruppe externe Ohren auf, die sich in der Regel als Ohrmuschel darstellen. Eine Ausnahme gibt es allerdings, die ohrlose Familie der Hundsrobben, Furcidae. Die haben sowas nicht, aber die zählen trotzdem dazu.
Die meisten Arten haben bewegliche Ohrmuscheln, die sie mittels Ohrmuskulatur in Richtung Geräuschquelle ausrichten können. Wir Menschen können das so halbwegs, man lässt sich trainieren, aber nicht so gut wie die meisten Arten. Und diese Sache sowie der allgemeine Aufbau des Ohrs ermöglichen eine genaue Richtungsordnung von Geräuschen. Neuntens. Die Backenzähne, Molaren, weisen drei Gipfel aus, ein sogenanntes tribosphenisches Grundmuster, die jedoch nicht so ausgeprägt sind wie jene der drei Höckerzähne und deswegen nicht damit verwechselt werden sollten. Ja, und zu unseren Größenklassen. Die Wildtiere sind nun mal eine echt sehr, sehr, sehr große Gruppe, sehr umfangreich, mit vielfältigen, verschiedensten Arten. Deswegen haben wir auch riesengroße Spannweiten, vom kleinsten zum größten, aber wir stellen hier das Größte dar. Der Blauwal ist wahrscheinlich der schwerste Vertreter mit 200 Tonnen. Mit einem Lebensalter wird er offiziell vom Grönlandwal übertroffen. Der wird 211 Jahre alt, aber es gibt, ja, ich nenne es mal eine Art biologisches Gesetz, und zwar, dass grundsätzlich gilt, umso größer eine Lebensform ist, desto langsamer ist ihr Stoffwechsel und desto höher ihr Maximalalter. Man hat jetzt noch nie so wirklich beobachtet, wie Altblauwale werden können. Da sie aber größer und schwerer als Grönlandwale sind, wird es vermutlich so sein, dass sie älter werden. Also wenn Grönlandwal 211 Jahre wird, gut möglich, dass ein Blauwal 220, 30, 40 oder sogar 250 Jahre alt wird. Das ist aber nicht gesichert. Wir müssen uns auf das stützen, was wir haben. Aber behaltet den Hinterkopf. Grönlandwal ist der Rekordhalter. Blauwal ist aber mit Sicherheit ein guter Anwärter, der das irgendwann mal knacken kann. Ja, und der Blauwal ist halt auch der größte mit 33,6 Metern Länge. Ich versuche das mal möglichst fehlerfrei auszudrücken, ohne dass ich mich jetzt zu sehr hier ins Brackwasser begeben möchte. Der Blauwal ist wahrscheinlich die größte tierische Lebensform, die aus einem einzelnen Organismus besteht. Warum formuliere ich das so vorsichtig? Ja, tierisch sollte ich sagen. Es gibt Pilze, die halt größer sind, weil ihr mit C riesige Gebilde abdeckt, riesige, große Flächen und Weiten annimmt. Und Einzellebensformen, es wird halt diskutiert, ob staatenbildende Insekten, wo die Individuen selbst nicht lebensfähig sind, sprich zum Beispiel Ameisen, als einzelnes großes Tier gewertet werden sollen oder Lebewesen gewertet sollen mit unterbrochenen Lücken. Das ist eine höchst umstrittene Thematik. Da kloppen sich die Biologen ein bisschen die Köpfe. Meine persönliche Meinung ist, nein, ein Lebewesen von der Grunddefinition wird zwar noch passen, weil es nicht heißt, es muss ein lückenloser Organismus sein, aber vom Allgemeinverständnis fühlt es sich halt seltsam an. Kann aber auch sein, dass das ein bisschen Gewohnheitssache nur ist. Aber ansonsten, wenn das tatsächlich reinzählt, die Ameise, dann könnte sie halt mit mehreren Kilometern die Kolonie umspannen können. Natürlich das dann ablösen, aber von der Einzellebensform, die tierischen Ursprungs ist, ist es definitiv der Blauwal. Ja, jetzt gehen wir mal tiefer in die Taxonomie rein. Wie gesagt, die Wildtiere, die Theria, sind ja erst einmal ranglos. Unterteilen sich die Beuteltiere, die Metatheria. Das ist eine Unterklasse, mit der werden wir uns intensiver jetzt befassen, ehe dann später zu den höheren Säugetieren Euteria kommen. Und wie gesagt, schon bei den Beuteltieren hier, diese Unterklasse ist eine Untergruppe der Wildtiere, das ist ja wohl logisch. Und viele Arten wurden durch Jagd und durch das Aussetzen von fremden Arten ausgerottet. Dennoch gibt es auch heute noch rezente Vertreter, wobei jene aus Australien überwiegend stark gefährdet sind, die aus Süd- und Mittelamerika, denen geht es relativ gut. Früher kamen sie wahrscheinlich weltweit vor, man findet auch in der Antarktis Fossilien, aber ebenso auch in Australien, Südostasien und Amerika. Der Körperbau. Ja, der Schädel ist verglichen mit dem Schwestertaxon der höheren Säugetiere, den Euteria, kleiner, da die Beuteltiere ein kleineres, weniger leistungsfähiges Gehirn aufweisen, es braucht also auch weniger Platz. Dem Gehirn fehlt zudem der Balgen Corpus callosum, welcher das Gehirn in zwei Hemisphären teilt. Hier rechts abgebildet sich mal das menschliche Gehirn, da erkennt man es ziemlich gut. Und dem Informationsaustausch und der Koordination zwischen diesen dient. Jetzt kommt natürlich die berechtigte Frage, ja Moment, ist das wirklich ein Vorteil?
wenn das Ding nur zur Kommunikation zwischen den beiden Hälften dient, und wenn ich gar keine Hälften hätte, dann wäre die Kommunikation doch eigentlich viel effizienter. Ja, ist eine umstrittene These. Man geht aber davon aus, dass gerade durch diese Spezialisierung dieser Kommunikation die Hirnhälften selbst effizienter arbeiten können, weil ein Großteil der Kommunikation von diesen einen separaten Balken, diesem Corpus callosum hier, abgewickelt wird und so insgesamt die Leistungsfähigkeit höher ist. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die höheren Säugetiere, also wir, Delfine etc. pp., wirklich als die intelligentesten gelten, scheint das zumindest plausibel zu sein. Drittens, das Tränenloch, Foramen lacrimale, das bei höheren Säugetieren hinter der Augenhöhle der Orbita liegt, liegt bei den Beuteltieren davor. Das Jochbein Osteogmaticum ist vergrößert und nach hinten verlängert. Der Winkelfortsatz Processus angularis des Unterkiefers ist zur Mitte hin eingebogen. Ein kleiner Hinweis, ich habe das versucht hier mal so einigermaßen darzustellen. Man findet kein freies Bild irgendwo, was man benutzen könnte. Aber damit man sich das für diejenigen, die ein bisschen Ahnung haben, weil das ist ja echt komplizierter Schädelaufbau und auch Kiefer hier in dem Fall, der befindet sich zwischen dem Corpus mandibulae und Ramus mandibulae. Kann man jetzt am menschlichen Kiefer, den man Abbildung findet, nicht zeigen, weil es den halt, ja, nicht so wirklich gibt. Und deswegen müssen wir uns halt ein bisschen damit behelfen. Sechstens, die Gaumenplatte weist mehrere Löcher, Foramina, auf. Siebtens, alle Vertreter haben 40 bis 50 Zähne, je nach evolutiver Anpassung an ihren Lebensraum, was jedoch deutlich mehr als bei den meisten Vertretern der höheren Säugetiere ist, die meist weniger als 40 Zähne haben. Es gibt jedoch Ausnahmen wie Delfine, die haben bis zu 260 Zähne und sind damit natürlich extrem weit drüber. Deswegen ist das an sich kein sauberes Merkmal. Achtens. Während die meisten höheren Säugetiere einen fast kompletten Zahnwechsel durchlaufen, bei welchen zunächst Milchzähne ausgebildet und später durch feste Zähne ersetzt werden, wir als Menschen kennen das ja, erfolgt dieser bei den Beuteltieren nur beim dritten Prämolar. Neuntens. Eine Besonderheit im Knochenbau, die man sonst nur bei den Kloakentieren findet, stellen die Beutelknochen Os epipubis dar, welche vom Schambein emporragen. Hier schwer zu sehen, weil, ja, ich sag mal, elfenbeinfarbenes Skelett auf weißgrauem Hintergrund. Das sind diese zwei am Becken befindlichen, ja, knöchernen Strukturen, die nach oben aufweisen. Und es wird halt vermutet, dass diese eine knöcherne Stütze für den charakteristischen Beutel der Beuteltiere darstellen. Ist aber theoretisch Quatsch, da ja beutellose Menschen diese aufweisen und auch halt bei den Monotremata, den Kloakentieren, vorkommen. Und deswegen wird halt vermutet, dass die Knochen eher Ansätze für die Muskulatur der Hintergliedmaßen darstellen und so mehr Druck und spontane Muskelkraft aufgewendet werden kann, was dazu führt, dass halt höhere Sprünge absolviert werden können. Ja, damit sind wir beim spannenden Thema Fortpflanzung. Eine Besonderheit der Beuteltiere Metatheria besteht darin, dass folgende Fortpflanzungsorgane doppelt vorhanden sind. Weibchen haben zwei Uteri und zwei Vaginas. Ihr seht das hier auch mal im Bild schematisch dann dargestellt. Vor der Geburt bilden sich zwischen den Vaginas ein Geburtskanal, welcher als Pseudovagina bezeichnet wird. Und Menschen verfügen über einen gespaltenen oder doppelten Penis mit davor liegenden Hodensack, dem Skrotum. Das auffälligste und daher namensgebende Merkmal der Beuteltiere Metatheria ist der Beutel Marsupium. Deswegen wird auch in manchen Literaturen für die rezenten lebenden Arten der als Gruppenbezeichnung Marsupilami geführt, woher man das vielleicht aus damals noch, vielleicht das alles aus den Trickfilmen kennt, ist aber in der Regel nicht der verwendete Begriff, weil halt die ausgestorbenen Arten, die aber doch dazugehören, ausgeschlossen sind und damit ist es halt keine echte phylogenetische Gruppe. Ja, fast alle Arten haben die Männchen kein Beutel, sondern nur die Weibchen. Und je nach Bewegungsart haben sich bei den verschiedenen Arten verschiedene Orte ausgebildet, an denen sich die Beutelöffnung befindet. Und Sinn ergibt es halt auch bei Arten, die sich aufrecht bewegen, wie das Känguru, ist die Beutelöffnung vorn. Während bei Arten, die sich auf allen vier bewegen, diese meist hinten ist. Das ist ziemlich klar. Wer sich natürlich krabbelnd bewegt,
Da ist eine Öffnung vorne vielleicht nicht ganz so praktisch, weil dann natürlich die Jungtiere herausfallen könnten. Aber Achtung, ganz wichtig, der Beutel ist jedoch kein sicheres Bestimmungs- oder Unterscheidungsmerkmal, da nicht alle Beuteltiere über dies verfügen. Es gibt einige Varianten von dem auch. Da haben wir den permanenten Beutel, wie es der Name sagt, der ist halt immer vorhanden. Dann den Tragzeitbeutel, der ist nur während der Tragzeit vorhanden, der wird dann erst ausgebildet, wenn das Weibchen schwanger wird und entwickelt sich dann halt nach der Geburt wieder zurück. Oder es gibt auch fehlende Varianten, da gibt es gar keinen Beutel. Die Jungtiere werden stattdessen nur in eine Hautfalte oder im Fell eingebettet. Das heißt, wenn ihr jemanden seht, der einen Beutel hat, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Beuteltier. Findet ihr aber was, was Merkmale wie ein Beuteltier hat, aber kein Beutel, kann das trotzdem sehr gut ein Beuteltier sein. Im Gegensatz zu allen höheren Säugetieren entwickeln die meisten Beuteltiere keine echte Plazenta, also der Nährkuchen, von dem der Embryo zehrt. Bei diesen Vertretern wird der Keim über einen Dottersack ernährt. Zudem fehlt der Trophoblast, welcher der Embryo als eine Art Membran von der Mutter trennt. Und das klingt jetzt erstmal gar nicht so spannend, ist aber sehr wichtig, denn dieser Trophoblast stellt eine immunologische Barriere zwischen Keim und Mutter dar. Und wenn die Immunabwehr der Mutter voll wirksam wird und dieser Trophoblast nicht vorhanden ist, dann würde der Embryo bzw. die Föten als Fremdkörper vom Immunsystem der Mutter erkannt und abgetötet werden. Das bedeutet, wenn man sowas nicht hat, muss halt die Tragzeit vorher abgeschlossen sein, weil sonst halt das eigene Immunsystem den Fötus als Fremdkörper erkennt und umbringt. Die Trächtigkeitsdauer ist mit 11 bis 43 Tagen sehr kurz. Klar, wenn man überlegt, wir Menschen, wir haben 9 Monate, so ein bisschen mehr als 270 Tage, mal hochgerechnet, das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Der Geburtskanal liegt bei Beuteltieren zwischen den beiden Vaginas, das hatten wir vorhin schon mal beim Aufbau gehabt. Und Neugeborene sind verglichen mit jenen der höheren Säugetiere unterentwickelt und weisen stets weniger als 1% der Körpermasse des Muttertiers auf. Aufgrund der geringen Tragzeit sind die Organe der Neugeborenen nur rudimentär entwickelt, also nach der Geburt ist von den Säuger das Junge Ei relativ gut entwickelt. Bei den Beuteltieren aber noch nicht, die sind noch absolut unlebensfähig. Außerdem sind die Vordergliedmaßen, die sind gut entwickelt, da die Jungtiere aus eigener Kraft zum Milchtrinken zu den Zitzen der Mutter krabbeln und sich da auch festsaugen und festhalten müssen. Beuteltierjunge haben eine längere Säugzeit als die höheren Säugetiere und bleiben in den ersten Lebenswochen ununterbrochen mit dem Mund an der Zitze saugend mit dieser verbunden. MB Renfrey hat versucht, den Energieaufwand zwischen den verschiedenen Säugemodellen, also zwischen denen der höheren Säugetiere und jenen der Beuteltiere, energetisch zu ermitteln, um herauszufinden, welche besser angepasst sind. Und das Ergebnis war, beide Modelle sind in etwa gleich energieeffizient. Die Variante der Säugetiere benötigt länger, ist jedoch unter klimatisch ungünstigen Verhältnissen, bei denen nur über kurze Zeit ausreichend Nahrung vorhanden ist, günstiger. Während die Beuteltiervariante hingegen anfälliger ist, jedoch die anstrengende Tragzeit verkürzt und bei Verlust des Jungtiers schneller eins nachgezeugt werden kann. So, und zur Übersicht. Vom Gewicht her, das rote Riesenkänguru ist höchstwahrscheinlich der schwerste Vertreter mit 90 Kilogramm und damit ein bisschen schwerer als der Durchschnittsmensch. Ja, es wird 25 Jahre alt. Und mit dem Schwanz kann es eine Länge von 2,8 Metern erreichen und ist natürlich mit der Schwanzlänge halt deutlich länger als ein Mensch. Und damit haben wir die Gruppe der Wildtiere zwar nicht abgeschlossen, sind aber jetzt so weit am Ende der Vorlesung angelangt, dass wir jetzt tiefer in die Beuteltiere nochmal einsteigen können, die einzelnen Untergruppen von denen. Und ich denke und bin mir relativ sicher, es war auch deutlich interessanter und freue mich, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.